Hallo, liebe Tabletop-Freunde. Ihr seht, heute auf der gemütlichen Couch, nicht am Bastel- und Maltisch. Weil heute machen wir kein Review, kein Malbericht, kein Baubericht, kein irgendwas-Bericht. Ja, doch, ein Bericht schon. Und zwar ein Quartalsbericht. Keine Angst, es folgen jetzt nicht 5 Stunden lang Zahlen und Umsatzstatistiken und sowas. Nee, das brauchen wir nicht. Ich mag euch kurz ein bisschen erzählen, was war in den letzten gut 3 Monaten und was kommt in den nächsten gut 3 Monaten. Ja, was war dieses Jahr alles von Januar bis jetzt Anfang April? Mein Channel ist großartig gewachsen. Wir sind jetzt bei ein bisschen über 70 Mitgliedern. Finde ich sehr, sehr cool. Danke nochmal an die Tabletop Gorillas und an den Sascha vom Tabletop Basement TV. Links zu beiden YouTube-Channels findet ihr hier unten in der Beschreibung. Guckt mal rein, wenn ihr sie noch nicht kennt. Machen auch sehr coole Videos. Beide. Was war noch? Ich war auf dem ersten Turnier. War cool, war in Mannheim, hat Spaß gemacht. Ich bin nicht Letzter geworden, hey, sehr gut. Habe aber erkannt, dass ich mehr so der Bier-und-Brezel-Spieler bin, mit Freunden was zu essen, was zu trinken, ganz gemütlich, irgendeinen Blödsinn spielen, verrückte Missionen ausprobieren, auch mal Armeen, die sich auf einem Turnier definitiv nicht spielen lassen oder nur sehr schlecht, einfach mal verrückten Scheiß ausprobieren. Trotzdem werde ich 2 bis 3 Turniere im Jahr mitmachen, weil es Spaß macht, weil es lustig ist, weil man mal andere Leute sieht und einfach mal gegen andere Leute mehr spielen kann, gegen den man sonst nicht spielt. Hat Spaß gemacht, mache ich gern wieder. Ich habe meinen Afrika-Kurs soweit fertig. Naja, fertig. Kennt ihr ja, eine Armee ist nie fertig. Ideen, was man dazu machen könnte, hat man immer. Aber ich brauche jetzt nicht mehr unbedingt, außer einer Panzerabwehrwaffe, nicht unbedingt irgendwas Großes, um es noch unbedingt spielbar zu machen. Sie ist so, wie sie ist, gut spielbar, finde ich. Klar, wenn jetzt irgendein schwerer Panzer kommt, bin ich ziemlich im Eimer. Aber gegen das meiste andere komme ich ganz gut zurecht. Dann habe ich das Projekt Normandy angefangen mit Marcel zusammen. Wir bauen unsere 2. Bold-Action-Armee auf und um das Ganze nicht nur so im stillen Kämmerchen zu machen, habe ich mir gedacht, da machen wir ein Projekt draus. Projekt Normandy heißt, Marcel macht Deutsche, ich mache eine amerikanische Fallschirmjäger-Einheit. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin so ein bisschen beeinflusst durch irgendeine Serie. Ja, wer hat es nicht gesehen? Band of Brothers natürlich. Deswegen gibt es US Paratroopers, so ein bisschen angelehnt an das Ganze. Ihr habt schon viel angeschaut dazu. Hab mein Video schon angeguckt, was es alles gibt. Da wird noch mehr folgen in nächster Zeit. Ich mal gerade die Hellcat an. Ich habe meine ersten, ich glaube, knapp 10 US Paras fertig gemacht. Kleb, naja, heute nicht mehr, aber morgen mache ich mal so die nächsten 5, 6, 7 Stück, dass ich demnächst auf 300, 350 Punkte komme, weil eine gute Freundin kommt zu Besuch, die, soweit ich weiß, nur 40k spielt, hat meine Videos angeguckt und gesagt, boah, cool, Bold Action sieht interessant aus. Hätte ich mal Bock, Probe zu spielen. Der Wunsch ist mir Befehl. Sie besucht uns nächste Woche, ist ein paar Tage da. Da haben wir auch genug Zeit für ein schönes Bold-Action-Testspiel. Vielleicht mache ich ein Video dazu. Gucken wir mal. Ja, und da ich ja immer nie bei einem Projekt bleiben kann, weil ein Projekt, hallo, das ist doch langweilig. 20 sind viel lustiger. Habe ich parallel zu den US Paras auch deutsche Luftwaffentruppen gemacht. Aber keine Fallschirmjäger. Okay, es sind Fallschirmjäger, wenigstens mit dabei. Aber keine Fallschirmjäger, sondern eine komplette Armee mit dem Thema Luftwaffenfelddivision. Und ja, ich weiß, es gibt diese Einheit, die so heißt, das Luftwaffe Field Division Squad ist auch mit dabei. Die Box habe ich schon reviewed, beziehungsweise ein Unboxing gemacht dazu. Die wird natürlich auch verbaut. Klar, wenn es die gibt, muss die mit rein. Aber es wird eine komplette Armee in diesem Thema. Eine Luftwaffenfelddivision war ja mehr als ein kleines Squad. Da sind auch schon ein paar Minis fertig, zeige ich euch demnächst auch mal. Mal gucken, was da noch alles dazukommt. Wenn ihr Ideen habt, was für Fahrzeuge unbedingt da rein müssen, packt sie mir unten in die Comments. Ich bin für Ideen immer offen. Ja, was ist noch gewesen? Gar nicht so wahnsinnig viel, muss ich sagen. Neue Kamera. Ihr seht, inzwischen gibt es, solange ich nicht nur irgendwelche alten Videos online stelle, gibt Videos mit einer echt besseren Qualität. Ist auch ein saugeiles Teil. Macht riesen Spaß, mit der neuen Kamera zu filmen, weil ich sehe mich nämlich gerade selber. Das ist total gut. Ich muss nicht mehr raten, ob das Bild passt, sondern hey, ich sehe, dass ich hier auf dieser Couch sitze. Ich sehe, dass das Bild passt. Top. Also macht riesen Spaß mit der neuen Kamera. Ja, was war in den letzten Monaten noch? Ich bin wenig zum Spielen gekommen, bis aufs Turnier. Bin nicht so ganz zufrieden mit meiner Mal- und Baugeschwindigkeit. Aber es ist okay, mein Gott, gell, man hat auch ein normales Leben, wo andere Sachen dazwischen kommen. Jetzt, wo das Wetter wieder schöner wird, sind meine anderen Hobbys, Live-Rollenspiel und Geschichtsdarstellung auch wieder ein bisschen mehr nach vorne gerückt. Es kommen ein paar Cons in den nächsten Wochen, sprich die Wochenenden sind wieder voll. Aber ein bisschen was geht abends schon immer. Ja, was kommt noch? Es kommen nicht nur andere Hobby-Sachen, sondern es kommt auch was fürs Hobby.
Ich bin mit dem Marcel vom, muss ich kurz nachgucken, 15. bis 18. Juni auf den Schwarzwald, auf den Black Forest Dice Days in Achdorf. Das ist so ganz grob. Ich war selber noch nie da, aber ich glaube, das ist nicht weit weg von Villingen-Schwenningen. Ich packe euch unten den Link rein zur Facebook-Gruppe. Guckt es euch mal an, wer aus der Region kommt. Ich denke mal, so bis Stuttgart kann man es locker fahren. Das müssten 1,5 Stunden sein. Wer weiterfahren will, hey, ich halte euch nicht auf, ja. Es gibt noch Plätze, genügend. Das ist eine 4-Tage-Veranstaltung. Habt ihr gehört, 15. bis 18. Mit Übernachtung, mit Essen, alles. Brettspiele, ihr könnt da spielen, was ihr wollt. Im Grunde, ihr könnt Spiele mitbringen. Marcel und ich machen ein Bolt-Action-Probe-Demospiel. Wir werden selber uns mal an Battlegroup ranwagen in 20mm. Einfach mal versuchen, ob wir da mal ein Spiel zusammenkriegen. Ansonsten mal gucken, was ist. Wir sind von Donnerstagnachmittag bis Samstagabend da. Sonntag ist für die Familie reserviert. Also wenn ihr noch Bock habt, meldet euch an. Ich finde, der Preis ist echt super für das, was da geboten ist. Kommt vorbei, spielt mit uns, was auch immer, quatscht mit uns. Wird, glaube ich, ganz lustig. Ich bin sehr gespannt drauf, ich freue mich drauf. Und ich hoffe, es werden noch ein paar mehr als nur 8. Also, meldet euch an, kommt vorbei. Und schreibt mir, wenn ihr vorbeikommt, was ihr machen wollt, damit ich noch ein paar Sachen mitnehmen kann. Ja, ihr habt es gehört, Battlegroup. Battlegroup, wir werden es in 20mm antesten, weil da habe ich bemalte Figuren da. Das müsste gerade so für ein 300-350 Punkte Squad-Level-Spiel reichen, einfach mal zum Antesten. Wir werden es dann weiterspielen in 15mm, weil da gibt es ein bisschen mehr Auswahl, das haben wesentlich mehr Leute. Ich habe noch ein paar Games of War Sachen da, die kann man damit vorstellen. Ist also ganz gut. Auch hier sind wir wieder in der Normandie hängen geblieben. Marcel baut Briten auf, ich mache einen Trupp Deutsche. Habe auch gerade Infanterie auf dem Maltisch stehen. Sprich, auch da wird es ein paar Videos dazu geben. Nicht in Seitenprojekt Normandie, sondern es wird ein eigenes Projekt. Aber seht ihr dann, ich zeige euch beim nächsten Mal ein bisschen was. Ja, so viel mehr ist sonst eigentlich gar nicht geplant. Wie gesagt, meine Luftwaffenfelddivision wird weiter wachsen. Meine US-Paras wachsen. Ich habe noch ein paar Afrika-Kombiniaturen, die so nebenbei bemalt werden. Das sind nicht mehr, ich glaube, noch so 10 Stück oder so. Das ist nicht mehr so wahnsinnig viel. 15mm für Battlegroup wird wachsen. Was habe ich noch auf dem Maltisch stehen? Ich muss gerade mal rüber gucken. Ja, die Hellkämpfe wird bemalt. Zeige ich euch dann. Ich habe meine reichte Haubitze für meine Amis dastehen, wird bemalt demnächst, zeige ich euch. Ich habe noch ein paar Ritter dastehen, noch ein bisschen antike Griechen und sowas und ein paar Römer für ein anderes Spiel, wo ich auch schon mal ein Regelwerk gezeigt habe. Broken Legions von Osprey Games. Ja, ein paar Kleinigkeiten, ein paar andere Sachen. Mal gucken, was verstärkt erstmal die Amis fertig machen, damit ich mit denen spielen kann. Dann wird Battlegroup ein bisschen mehr gemalt. Ein bisschen 20mm Sachen habe ich auch noch dastehen. Einfach mal gucken, was geht. Ein bisschen Geländebau. Wie gesagt, meine befestigte Feldstellung möchte ich gern einigermaßen weiterkriegen. Und sonst geländebautechnisch noch ein bisschen Ideen sammeln. Wie gesagt, Bokarschecken für Normandie in 15 und 28mm. Vielleicht nochmal einen Bunker, auf jeden Fall einen 15mm mal probieren mit Styrodur, nicht mit Schaumpappe. Und sonst, wenn ihr Ideen habt für irgendwelche Geländesachen, wie gesagt, ab in die Comments damit. Da habe ich auch wieder ein paar Ideen. Mal gucken, was ich umsetzen kann. Wo ich euch vielleicht enttäuschen muss, ich werde jetzt nicht anfangen, große Platten zu bauen oder riesige Geländeprojekte ansetzen. Dafür fehlt mir hier einfach der Platz. Nicht unbedingt zum Bauen. Bauen würde ich noch hinkriegen. Aber Lagerplatz habe ich hier einfach keinen. Aber da wir gerade auf der Suche nach etwas Größerem sind, das kommt. Sobald eine Werkstatt da ist, sobald ich Platz habe zum Lagern und zum Bauen, baue ich auch gerne mal größere Sachen. Ich will eh eine Platte bauen. Also müsst ihr noch ein bisschen gedulden. Ich hoffe, dass Ende des Jahres da was geht. Gucken wir einfach mal. Was haben wir noch auf unserer tollen Liste stehen? Eigentlich gar nicht mehr so viel. Ich glaube, es sind genug Sachen, die geplant sind für die nächsten 3, 3,5 Monate. Steht ja auch noch im restlichen Leben ein bisschen was an. So ist es ja nicht. Und dann also noch was Kleines, was mich noch interessieren würde, weil ich mir da mal Gedanken gemacht habe letztens so. Was macht ihr beim Malen, Basteln, Hobbykram? Hört ihr Musik? Hört ihr Podcasts? Schaut ihr euch Videos an? Guckt ihr fern? Skypt ihr mit Leuten? Was macht ihr so? Packt es mir in die Comments, würde mich interessieren. Ich selber gucke relativ viele Videos an. Guck bei den Gorillas in den Channel. Guck beim Tabletop Basement rein. Auch bei einigen anderen Kanälen. Guck mit Dokus an. Über verschiedenste Sachen. Jetzt nicht nur über Zweiter Weltkrieg und sowas, sondern auch ganz andere, viele andere Sachen. Hör manchmal Radio, gerade wenn ich wirklich gezielt viel malen möchte, dass ich nicht so abgelenkt werde, das Radio finde ich ganz gut. Ich höre selten Musik dazu, muss ich sagen. Eigentlich bisher vielleicht 1, 2 Mal, also nicht wirklich oft. Was ich immer öfter mal halt, ist Podcasts anhören. Und da kann ich euch für historisches Tabletop, gerade für Zweiter Weltkrieg, empfehlen. The Brit, The Yank and The Hobby. Packe ich euch unten wieder den Link rein zur Facebook-Gruppe. Ist ein sehr cooler Podcast.
von, jetzt lasst mich nicht lügen, 2 Amerikanern und einem Briten, ich glaube. Könnt ihr ja nachgucken. Die machen einen sehr coolen Podcast, rechnen aber mit viel, viel, viel Hörstoff. Die sind im Schnitt 2 bis 3 Stunden lang. Die suchen sich immer irgendeine Schlacht, irgendeinen Feldzug raus und dann wird der schön zerlegt in was war geschichtlich, warum war das, wo war das, wer war beteiligt, wie hat sich das entwickelt und so weiter und so weiter und so weiter. Und geht dann rüber zu, mit was für Systemen kann ich spielen, was für Miniaturen gibt es, wer hat Miniaturen, was gibt es da alles, was kann ich für Szenarios spielen, was für Missionen könnte ich bauen dafür und so weiter. Ist echt immer interessant. Gibt schöne Ideen, gerade wenn ihr sagt, oh, hier Mensch, ich möchte jetzt das und das aufbauen und mir fehlen so ein bisschen die Ideen. Guck mal, ob die da so eine Folge haben. Es sind inzwischen, ich glaube, 19 Folgen. Um die 19 Folgen sind es auf jeden Fall. Sind so circa. Guckt mal rein, der lohnt sich auf jeden Fall. Ihr solltet aber gut Englisch können. Wenn ihr nicht gut Englisch könnt, ist der, glaube ich, anspruchsvoll. Dann muss man sich sehr anstrengen. Ich glaube, da geht was machen und nebenbei anhören nicht so einfach. Was aber gut geht, wenn ihr des Deutschen mächtig seid, das seid ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr meinen Channel anguckt, ist was ganz anderes. Hat mit unserem Hobby, ja, hat schon was damit zu tun, weil auch wir haben, wenn man so die normalen Leute anhört, ein Nerd-Hobby. Aber ich finde, es ist ein sehr kultiges Hobby und es war ein wahnsinnig guter Schwenk zu dem Podcast, den ich euch empfehlen wollte. Das ist der Nerd-Kult. Link gibt es wieder unten. Den höre ich wahnsinnig gern, nicht nur, weil den eine gute Freundin von mir mit einer sehr guten Freundin von ihr zusammen macht, sondern auch, weil ich ihn sehr, sehr cool finde. Die zwei behandeln die verschiedensten Nerd-Themen. Ich erinnere mich jetzt gerade zum Beispiel noch an eine Folge extra über, nur über Doctor Who. Was den Fankult darum ausmacht, was es da so alles gibt. Sehr interessant. Dann auch über Hörspiele, Hörbücher haben sie letztens einen gemacht, den ich sehr, sehr cool fand, was es da so alles gibt. Ja, und so ist alles mögliche an Nerd-Themen mit drin. Es kommt vielleicht auch noch was über Tabletop, wer weiß, gucken wir mal. Aktuelle Folge, ich sehe es hier gerade so schräg vor mir, ich habe sie noch nicht angehört, heißt Reise nach Zermonien, ist Folge 11. Da geht es um die allgemein um die Bücher von Walter Mörs und Zermonien ist das Hintergrundland, in dem alle Fantasieromane von Walter Mörs spielen. Immer sehr interessant, sehr schön aufgemacht, auch mit ein paar so Hörspielelementen manchmal drin. Macht riesen Spaß. Solltet euch echt mal anhören. Und selbst wenn es nicht so euers ist, vielleicht Frau, Freundin, die sowas mehr Interesse hat, dann hat die auch was zum Anhören und ist beschäftigt, während ihr malt. Vielleicht auch nicht so schlecht. Guckt es euch an. Link, wie gesagt, findet ihr da unten. Wenn es euch gefällt, würde mich riesig freuen. Wenn nicht, habt das zumindest mal angehört. Ja, und sonst, wie gesagt, was ihr so macht, nehmen wir malen, basteln, unten reinschreiben. Fände ich mal sehr interessant. Ansonsten, nächste Woche gibt es wieder ein... ja, ich denke, es gibt ein Bauvideo. Ich habe Zeit. Ich werde den Half-Track bauen und euch dann noch so ein kleines Showcase machen für meine bis jetzt fertiggestellten Paratroopers und meine Felddivision. Vielleicht mal, was ich gerade an 15 mm alles da habe. So ein bisschen einfach mal zeigen, wo der Stand gerade ist. Und dann gucke ich, dass ich mich an das nächste Geländestück mache. Und vielleicht gibt es ja auch ein Demo- oder Probespielvideo. Mal gucken, was mir so einfällt. Und wie gesagt, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, mir zuzuhören. Lasst mir Kommentare unten da. Daumen nach oben freut mich immer riesig, wisst ihr ja. Und denkt dran, die 100 Abonnenten sind nicht mehr weit. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr noch keins habt. Sobald die 100 zusammen sind, lasse ich mir was Spezielles für euch einfallen. Mal gucken, was es wird. Euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Basteln, Malen und Spielen. Euer Flo von Flo's Tabletop-Barei. Ciao.